Yo, do, dilly dong, ladies and gents. Hier ist wieder euer Furlongforce und ich habe ein weiteres Call of Duty Ghosts Info-Video für euch. Und ihr seht schon im Hintergrund, eigentlich ist das, ja, worauf das Ganze eigentlich hinauslaufen wird in Ghosts, und zwar auf die Moab. Und zwar gibt es den KEM Strike. Der KEM Strike ist ein 25-Point-Streak, der confirmed bzw. bestätigt wurde heute. Und ja, ich meine, wisst ihr, wie geil ich bin jetzt wirklich aufgeregt, und ich freue mich jetzt wirklich schon. Weil wenn es einen KEM Strike gibt, der 25 Kills oder Punkte in dem Fall, das komme ich gleich drauf zu sprechen, ja, beinhaltet, dann wird das echt hammermäßig mit jeder Waffe gemacht, Leute. Thumbs up, ladies and gentlemen, thumbs up. So, aber jetzt haben wir nochmal das Gameplay, was ihr im Hintergrund seht, ist vom IMKeks. Der ist natürlich wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut mal bei ihm vorbei. Ich meine, ist ein geiles Gameplay, und Moab Gameplay hatte ich gerade kein kurzes, knackiges. Und ein 2 Minuten, wie wieder, 2 Minuten, nicht mal ganz 2 Minuten 30 Moab Gameplay gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Aber ja, wie schon gesagt, der KEM Strike wird in Ghosts, ich will mal nicht sagen, die Moab ersetzen, beziehungsweise das gleiche sein wie die Moab, weil ich meine, es ist wirklich definitiv gesagt worden, okay, steht auch dort, wie ihr es auf dem Bild gesehen habt, es ist ein Point Streak. Und ein Point Streak heißt dann natürlich, wie wir schon eigentlich kennen, wie wir eigentlich schon jetzt wissen, Point Streak heißt nichts anderes als, naja, man kann auch Flaggen einnehmen, um die Punkte zu erreichen. Rein theoretisch gibt es dann vielleicht sogar Challenges, wo man sagt, okay, der macht das jetzt nur mit dem Schild und kriegt dadurch seinen KEM Strike. Aber wie schon gesagt, 25 ist ähnlich wie die Moab oder die Nuke oder die, ja, das Nuklear ist bis 3x30, aber dennoch ein eher mal eine einigermaßen Langzeitmotivationsherausforderung, was mir eigentlich immer so gefallen hat an Modern Warfare 2, an Modern Warfare 3 eben auch, also ja, und jetzt auch noch in Ghost will ich echt sagen, geiler Scheiß, wenn die das auch nochmal reinhauen. Also wie schon gesagt, es ist jetzt bestätigt und es wird definitiv einen KEM Strike geben in Call of Duty Ghosts. Und ja, wie schon gesagt, das einzige und der einzige Unterschied wird eventuell sein, dass man auch durch Flaggen einnehmen die Punkte, ja, die ziemlich nah an die Punkte rankommen kann. Das heißt, wenn das Game startet und ihr nimmt gleich die A-Flagge ein oder eben die C- oder die B-Flagge, bekommt ihr dementsprechend sofort einen Punkt. Und das ist natürlich eine Sache, wo man sich denkt, ja gut, ist es jetzt schwerer, ist es jetzt leichter? Aber wie schon gesagt, ich freue mich schon drauf, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und in dem Sinne, see you ladies and gentlemen, mit einem Blatsch, boom, bye. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.